Hallöchen, für mich geht's für ein paar Tage zu meiner besten Freundin nach Hamburg. Und ich dachte, ich nehme euch da so ein bisschen mit, um euch so ein paar Einblicke zu zeigen, was wir so machen, um auch für mich eine schöne Erinnerung zu haben. Deswegen darfst du mich gerne abonnieren, mir einen Daumen nach oben geben und auch kommentieren, warst du schon mal in Hamburg? Und was sind so deine Favoriten aus Hamburg oder möchtest du gerne mal hin? Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich, weil sie holt mich gleich ab und wir werden die ganze Zeit Taylor Swift hören, so wie ich uns kenne. Heute ist unser erster Touri-Tag und wir sind natürlich zum Rathaus gefahren. Und Itzi gibt mir eine kleine Stadtrundfahrt. Rundtour. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll sagen. Es ist jetzt unser erster Tag. Wir waren gerade schon in der Speicherstadt, beziehungsweise wir sind noch in der Speicherstadt. Und an diesem berühmten Platz, wo die Fähren kehrt machen. Und es war so voll. Also deswegen gibt es hier nur ein kleines Foto eingeblendet. Aber wir wollten kein Foto von uns machen. Aber jetzt schauen wir uns so ein bisschen Hamburg noch an. Und ich mache euch hier einfach so ein paar Einblicke, was wir jetzt so machen. Und melde mich später wieder. Guten Morgen. Es ist der zweite richtige Tag heute in Hamburg und wir waren heute schon ein bisschen an der Ossenalster und gerade sind wir hier in so einem Park. Sieht voll süß aus. Um ein bisschen hier die Aussicht. Jetzt gehen wir gleich durch die Stadt ein bisschen durch und bummeln und suchen uns einen Kaffee. Man muss auch echt sagen, zu dem Wetter her, also ich bin sehr beeindruckt, weil es stand ja, als ich auf die App geguckt habe, dran, dass es regnen soll. Und bisher hat es noch nicht geregnet und ich habe schon vorbildlich meine Regenjacke an. Aber ja, es soll später vielleicht noch regnen, aber wir sind sehr gesegnet. Gut.
gerade nach Hause zur Tür rein. Halleluja, die Zugfahrt war recht lang. 5,5 Stunden. Voll, vor allem, ich hatte mir einen Sitzplatz extra gebucht mit Tisch und danach, da war bisher noch gar nichts belegt. Im Ruhebereich, ja, da saßen mir zwei gegenüber, die voll laut waren und die ganze Zeit geredet haben. Naja, aber die waren mega lieb trotzdem, aber haben dann anfangs Fischbrötchen und sowas gegessen. Das hat so gerochen und ich werde jetzt gleich auch erstmal duschen, weil es ist so kalt irgendwie. Und im Zug war die Klimaanlage an und es ist so kalt draußen. Aber ja, deswegen dusche ich jetzt erstmal und dann würde ich sagen, packen wir meinen Bad Boy hier gemeinsam noch aus. Ja, ich möchte das irgendwie immer, wenn ich sofort nach Hause komme, alles auspacken und wegpacken. Ich fühle mich dann gleich viel, viel besser und gleich wieder organisiert. Und hier ist auch ein Wäschefass, das machen wir gleich zusammen. Und ich habe die letzten Tage nicht so viel gevloggt, deswegen ist das jetzt einfach mal so ein Vlog über ein paar Tage zusammen, so ein Weekly-Vlog. Finde ich auch irgendwie ganz cool, weil dann hat man nicht diesen Druck, an einem Tag die ganze Zeit durchzubloggen, sondern man nimmt halt die Kamera, wenn gerade was passiert, und filmt so ein paar Sequenzen. Also falls ihr mal Bock habt auf mehr so Weekly-Vlogs, was ich so generell mache, dann mache ich das gerne. Das kann ich eher mal so in meinen Alltag integrieren, aber Leute, jetzt wird erstmal geduscht. Mit ein paar mehr Sachen nach Hause. Und zwar haben meine beste Freundin und ich bei ihr den Kleiderschrank ausgemistet und ich werde hier jetzt kurz etwas einfügen. Und sie hat mir dann auch erlaubt, ein paar Sachen zu haben, und weil ich nicht shoppen gehen wollte auch, beziehungsweise weil ich auch eigentlich nichts brauche, habe ich dann mir auch sehr überlegt, ob ich was haben möchte. Aber von manchen Sachen wollte ich was haben, deswegen jetzt erst der Clip. Also was man schon mal dazu sagen kann, sie hat auch einige Sachen von mir bekommen und eingekreiselt, würde ich mal sagen. Wie diese Bettwäsche hier. Und sie hat gerade gesagt, sie hatte sie noch nie drauf. Also das ist eine richtig süße. Ich finde sie süß, aber sie passt nicht mehr auf meine Bettwäsche drauf. Also das ist jetzt der Stapel an Klamotten, den wir rausgeholt haben. Ich bin beeindruckt, dass das einfach alles in den Kleiderschrank passt. Muss ich ehrlich sagen. Aber das sind jetzt nur Oberteile und Kleider. Sie geht schon peinlich gerührt weg. Aber ja, mal schauen, wenn sie was ausmistet und mir was gefällt, vielleicht kann ich ja dann was abzocken. Weil ich habe kaum noch Klamotten und ich bräuchte definitiv ein paar Sachen. Der Winter kommt und es wird kühler. Ich weiß nicht, ob dafür ein separates Video auch online kommen wird. Ansonsten habt ihr jetzt hier so ein paar Einblicke gesehen. Und ja, ich habe ja nicht wirklich kurze Hosen. Und sie hat diese hier aussortiert. Und ich wollte schon immer mal eine kurze Hose haben in diesem Stil. Und ich bin mega happy. Also sie ist mir ein bisschen zu groß. Ihr war sie auch zu groß. Aber wenn ich sie mit dem Gürtel trage, kann die recht cool aussehen. Und da bin ich mega, mega happy drüber, weil jetzt habe ich eine kurze Hose. Ich liebe Streifen und ich habe kaum noch wirklich T-Shirts. Und ich habe gerade immer den Struggle, wenn ich zur Arbeit gehe oder mich fertig mache, dass ich kaum dann noch T-Shirts habe am Ende der Woche. Basic graues T-Shirt. Sehe ich auch richtig süß. Und noch einen Pulli. Ja, da bin ich auch mega, mega happy drüber. Und es finde ich irgendwie schön, Klamotten zu tauschen und zu teilen. Vor allem unter Freunden. Und es gibt ja auch ganz viele so Kleidertauschpartys. Und dann braucht man nicht ständig neue Sachen kaufen. Also es ist ja jetzt nichts Verbotenes oder auch nicht schlimm, wenn man sich mal was Neues kaufen möchte. Aber irgendwie freue ich mich jetzt, ein paar neue Sachen zu haben. Und dann noch eine andere Sache. Ich habe mir eine Mütze gekauft, weil ich bisher nur so eine Wintermütze hatte mit so einem Bombel. Und die kann man, finde ich, im Herbst nicht so schön anziehen. Und ich habe einen richtig coolen Laden in Hamburg entdeckt. Einer, der heißt, ich schreibe euch den Namen hier noch hin, aber die haben komplett vegane Sachen und ja, den fand ich mega cool. Deswegen zeige ich euch mal die Mütze.
Ja, so sieht zumindest die Mütze aus. Da bin ich mega glücklich drüber. Die ist nachhaltig und ja, ich wollte schon immer mal so eine Mütze haben. Und die kann ich jetzt auch besser für den Herbst mal anziehen. Und excuse my hair. Nachdem meine Katze jetzt nicht nach oben kommen möchte, muss ich sie jetzt erstmal abholen. Ich habe sie so lange nicht gesehen und danach werden wir hier das Chaos aufräumen. Und mit Chaos meine ich alles hier wegräumen. Da hinten wartet schon ein Wäscheberg. Und die Wäsche aufräumen. Also bis gleich. Da ist er. Hallo. Guten Morgen, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man weg war, in seinem eigenen Bett wieder zu schlafen und ja, so ein bisschen zu Hause sich zu ordnen und sowas. Deswegen habe ich gerade auch noch mein Bett abgewaschen, es wäscht jetzt und ich habe heute zum Glück frei, worüber ich mega, mega dankbar bin, weil so kann ich meine Wäsche waschen, ich kann ein bisschen, ja, Sachen nach mir schauen und sowas und ich will nachher auch meinen Kleiderschrank für den Herbst so ein bisschen vorbereiten. Das kommt aber in einem separaten Video. Und jetzt noch zum Obi fahren. Weil meine Pflanzen brauchen definitiv mehr Halt. Also dieser Stecken ist eigentlich von meiner Monstera und die braucht sie auch wieder dringend zurück. Aber die hat ja auch Halt gebraucht. Ich hatte Angst, dass wenn ich weggefahren bin, dass sie ein bisschen abknickt. Und hier wird die schon immer angelehnt. Deswegen hole ich da jetzt noch zwei Stecken für. Hier sind jetzt meine Stöcke. Und dann versuchen wir das mal jetzt hier alles zu befestigen. Shall we? Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For a pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Yay, so sehen die Pflanzen jetzt aus. Das war hier ein richtiges Kuddelgemuddel. Aber die sind halt davor in alle Richtungen wirklich gefallen. Ich habe das jetzt versucht, mal so zusammenzubinden. Aber nicht, dass es zu stark ist, sondern dass sie halt noch so ein bisschen für sich sind. Und die zwei großen mal an die Wand angelehnt, dass sie sich vielleicht nach oben dehnen und nach oben wachsen. Ich will da vielleicht auch mal einen Ableger von machen, aber da muss ich mich erst reinlesen. Und die da sieht jetzt auch viel besser aus, meine Kalthea. Sie heißt Georgie übrigens und ja, ich habe sie gerade auch gegossen und ein bisschen eingesprüht, weil die Blätter schon rollt und dann hat sie immer Durst. Und mir ist das einmal passiert, so abgeknickt ist, als ich weg war, weil ich die nicht gegossen hatte und deswegen steht die nicht mehr so gut alleine. Deswegen hat die jetzt hier Unterstützung und die sieht auch riesig aus. Und falls da jemand weiß, wie ich Ableger mache, weil die hat hier so Knotenpunkte gebildet und ich habe das auch schon gegoogelt, aber ich bin nicht so happy mit der Anleitung, die ich gefunden habe. Also, falls jemand weiß, wie man von Calteas Ableger macht, schickt mir bitte einen Link oder beschreibt mir das, weil ich habe gelesen, die brauchen so vier Blätter. Und normalerweise ist das ja dann wie so ein Knotenpunkt, den man dann braucht. Aber ich bin echt überfordert, deswegen wäre das sehr, sehr lieb, falls davon jemand Ahnung hat, mir Bescheid zu geben, weil ja, ich könnte hier nämlich drei Ableger machen. Und oh, da kommt ein neues Blatt. Da kommt ein neues Blatt. Aber das war auch mal eine Sache auf meiner Liste, die ich schon lange machen wollte. Und es hat so gut, das jetzt zu erledigen, weil es ging recht schnell. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Wäsche. Why did not stay when I had the chance?
ist jetzt schon ein bisschen später. Ich habe jetzt, was habe ich denn überhaupt das letzte gefilmt? Ich habe gerade noch meinen Kleiderschrank und alles wintertauglich gemacht und herbsttauglich und da meine Klamotten so ein bisschen umgepackt. Das kommt in einem separaten Video online. Und dann habe ich gerade ein Kürbisrisotto gekocht. Das war auch richtig, richtig lecker. Das kommt auch in einem Rezeptevideo mit 3 Kürbisrezepten online. Also schau dir das gerne an, falls du Bock auf Kürbis hast. Ja, und jetzt habe ich gerade noch mein Bett bezogen. Und ja, das ist so gerade mein kleines Update. Jetzt ist kurz vor 3. Ich gehe auch bald ins Training und dann werde ich jetzt auch noch ein bisschen schneiden, damit ich einfach sehe, wie weit der Vlog schon so ist. Aber ich dachte, ich gebe euch ein kleines Update. Bin gerade auch am Überlegen, weil ich habe mega Lust, mal wieder ein paar neue Sachen zu kaufen, weil ich sowas wie einen langen Rock oder so auf den Herbst gerne hätte oder dann doch noch eine zweite Hose, die mir ein bisschen mehr gefällt. Und ja, vielleicht mache ich das die Tage mal, aber ich weiß nicht, das ist so in mir noch dieses drin. Ich brauche es doch eigentlich gar nicht, aber manchmal möchte man sich auch einfach wieder ein bisschen frischer und neuer fühlen. Und ja, ich hatte gerade auch so diesen kleinen Krisenmoment, weil ich nicht wirklich weiß, was ich gerade machen soll und so ein bisschen auch lost bin in manchen Hinsichten. Vielleicht mache ich da mal ein separates Video zu. Aber mein Arbeitsvertrag läuft ja Ende des Jahres aus und ich hatte die ganze Zeit den Plan, auf Reisen zu gehen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll dann, wenn das Jahr rum ist, was ich im Januar mache. Und das bin ich gerade ein bisschen auch am Überlegen, weil ja, es ist gerade schwierig, weiter zu planen wegen Corona und sowas. Und ja, irgendwie bin ich so ein bisschen lost. Ein bisschen arg melodramatisch, ja. Aber es wird sich irgendwas finden. Und deswegen, genau, mache ich jetzt hier mal so ein bisschen mein Zeug weiter. Und ja, vielleicht geht es dir ähnlich mit den Sachen gerade, dass du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Vielleicht hast du ja auch einen Job, der gerade sicher ist oder dein Studium oder sowas oder deine Ausbildung. Oder vielleicht bist du auch ein bisschen in der Schwebe und weißt nicht, wie es weitergeht. Ich kann relaten, aber wir packen das alle. Ich habe mich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gemeldet. Ich war vorhin noch im Training und habe mir dann was zu essen gemacht und super gegessen und eine neue Serie angefangen. Und zwar heißt sie Sweet Mangolis, glaube ich. Ich habe da eine Folge geschaut, weil ich schaue eigentlich gar keine Serien. Oh, ich hoffe, das geht mit dem Licht so. Ich habe nämlich kein Netflix und ja, ich bin dieser Schnurrer. Ich stoß von meinem Bruder, der hat mir das mal gegeben. Und deswegen kann ich das nur unten am Fernseher gucken, weil es über meinem Handy ist. Und am Laptop habe ich kein Netflix. Aber da habe ich auf jeden Fall vorhin eine Folge geschaut und jetzt habe ich hier mir so ein bisschen gemütlich gemacht und meine Nachttischlampe auch dahin gestellt. Die war früher da hinten im Eck. Also schau gerne das andere Video an, wie ich mich so ein bisschen auf den Herbst vorbereite. Aber ich glaube, heute wird nichts mehr Spannendes passieren, weil es ist schon 20 nach 9 und ich lese gerne jetzt am Abend noch ein bisschen. Und ja, schalte so ein bisschen ab, weil ich versuche immer die letzte Stunde, bevor ich schlafen gehe, also ich gehe um 10 schlafen, nicht mehr online zu sein, also nicht mehr auf Social Media zu gehen oder wirklich viel am Handy zu sein, einfach weglegen. Also falls sich auch mal hier eine Abendroutine interessiert, lass mich das gerne wissen. Ich habe da mega Lust, eine zu drehen, vor allem jetzt für den Herbst so. Und ja, ihr wisst ja, dass ich gerade auch mein Kindle habe und da dann jetzt auch fleißig lese und ich habe die letzten Tage nicht gelesen, weil ich ja bei meiner Freundin war und normalerweise mache ich das immer zum Schlafen gehen und darauf freue ich mich dann heute umso mehr zu lesen, weil ich bin bei 98% von meinem Buch. Das heißt, es ist bald zu Ende und das will ich dann zu Ende lesen und ja, vielleicht journal ich noch ein bisschen und genau. Also falls ihr Bock habt, wieder öfter solche Weekly-Vlogs zu sehen, was ich so über die Woche hinweg mache. Kann ich das gerne machen? Lass mich das gerne wissen, weil ansonsten arbeite ich und es ist meistens das Gleiche. Also morgen muss ich wieder arbeiten gehen und ab 1. Oktober bin ich aus der Kurzarbeit raus. Das heißt, ich muss Vollzeit arbeiten, außer den Freitag. Also falls ihr da ein bisschen mehr so behind the scenes sehen wollt, wie mein Alltag so aussieht und da dann noch ein bisschen mich mehr kennenlernen wollt, lass mich das gerne wissen, weil ich glaube, das ist auch ein cooles Video als Zusatzvideo für den Mittwoch. Und ich ramble. Deswegen wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer du es anschauen magst. Und ich freue mich, dass du mein Video geschaut hast und Teil meiner Community bist. Von ganzem Herzen entschuldigt das wundervolle orangene Licht. Egal, ich liebe es einfach, mit euch zu labern. Und deswegen freue ich mich
wenn euch solche Arten von Videos gefallen, damit ich einfach ein bisschen mehr von meiner Persönlichkeit teilen kann, weil ich finde, das kann man durch YouTube richtig gut machen und ja, deswegen, see you!